Ulrich Bittner steht jetzt bei mir, der Präsident des Boxring Hanau. Ja, Mensch, heute eine ganz neue Situation, verschiedene Kämpfe, so haben wir das alle noch nicht erlebt. Sind Sie denn bisher zufrieden mit dem Verlauf des Abends? Ja, es ist wirklich was Außergewöhnliches. Drei Veranstaltungen in einer. Ich bin mal gespannt, wie die Zuschauer das annehmen. Das ist ja auch ein Marathon. Zweite Liga war ja eben schon gewesen. Haben wir verloren, das war klar, gegen Hannover mit der Garde. Aber eigentlich hatten wir 5:3, also 3 gewonnen. Nur der Max wurde dann abgebrochen wegen einem unglücklichen Cut. Das war aber richtig, der Arzt muss auf Gesundheit gehen und das kurz vor Ende der dritten Runde. Er war ganz klar vorne mit den Punkten gewesen. Insofern bin ich mit der Leistung der zweiten Mannschaft gegen Seelze, das darf man ja nicht ganz vergessen, total zufrieden. Das hat uns auch der Arthur Mattheis mehr als attestiert. Jetzt geht's gleich weiter und jetzt wollen wir mal sehen, wo wir stehen. Gegen Straubing, erste Liga und die Premiere. Da bin ich selber auch gespannt. Mit dem, was wir an neuer personeller Besetzung haben, bin ich fast der Meinung, wir können da auf Augenhöhe dabei sein. Ja, jetzt haben Sie es ja eben schon gesagt, es hat Verletzte gegeben, der Max und ich glaube, der Erik war es noch gewesen. Geht es den beiden dann jetzt wieder gut? Alles Paletti. Es tut auch nicht im Kopf, also von der Wunde her weh, sondern mehr im Herz. Er ärgert sich eben darüber, besonders dann, wenn man eben auch vorne lag. Ja, aber ich denke, als professionelle Boxer werden Sie das dann auch mit der Zeit wieder wegstecken und einfach dann beim nächsten Mal umso mehr rangehen, oder? Eben, das stimmt. Und genau beim Max kann man auch jetzt die Entwicklung sehen, wie er sich auch professionell verändert hat. Er ist wirklich ein Top-Mann geworden, dass ich mich tatsächlich nach der Einstellung heute, ich hatte es immer im Kopf, sogar mit den Trainern beraten werde, ob er nicht der Kapitän sogar werden soll. Ich glaube, das baut ihn nochmal auf. Der Max steht vor dem Sprung in der ersten Mannschaft. Er wird dort Einsätze bekommen, das ist ganz sicher. Das wusste ich aber schon vorher. Ja, super, dass unsere Zuschauer diese kleine Info jetzt auch noch bekommen haben. Ansonsten freuen wir uns natürlich auf den Abend, der ist sehr vielversprechend und wir werden uns sicherlich in der Halbzeit auch nochmal hören. Ja, das ja und dann darf man ja nicht vergessen, was dann heute Abend noch ansteht mit der Weltliga Deutschland gegen Algerien. Das ist schon wirklich der Wahnsinn. Da zählt alles, da wollen wir gewinnen, ganz klar. Mein Tipp ist 3:2, Algerien ist sehr, sehr stark, aber ich glaube, wir werden die 3 Punkte machen. Marutjan wird in der Bronze Medaillengewinner in Kasachstan bei der Weltmeisterschaft. Erik wird einen Punkt machen und Hamza Tuba. Das sind die 3, die ich prophezeie, die unseren Sieg schon vor nach Hause fahren werden. Ja, dann nehme ich Sie mal beim Wort. Wir werden dann hinterher noch mal darüber sprechen, ob das so eingetreten ist. Bis später. Ich hatte ja schon oft recht bei Prophezeiungen. So ist es. Bis dann. Dr. Bastian, Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft, steht jetzt bei mir. Ja, würden Sie unseren Zuschauern vielleicht einfach mal gerade erklären, welche Funktion Sie da genau erfüllen? Ja, ich bin nicht nur Cheftrainer der Nationalmannschaft, sondern als Cheftrainer im Boxverband für alles verantwortlich. Also Frauen, Männer, Jugend. Natürlich mit Unterstützung von verschiedenen Kollegen, die dann noch in den einzelnen Bereichen eine Funktionstrainerstelle haben. Wir nennen das Disziplinentrainer. So gibt es also einen Disziplinentrainer für olympisches Boxen, für die World Series of Boxing, für Frauen, für Nachwuchs. Und das sind natürlich die Mitarbeiter oder die Trainerkollegen, die mich am meisten unterstützen müssen, weil ich natürlich nicht an jedem Ort gleichzeitig sein kann. Das passiert ja auch, dass die Frauen in Übersee eine Weltmeisterschaft haben und die Männer in Europa eine Europameisterschaft. Also muss man dann entscheiden, wo man hingeht. Aber die Verantwortung erstreckt sich eigentlich über den gesamten Verband. Ja, jetzt ist das natürlich heute hier eine ganz besondere Veranstaltung. Ja, was können wir denn alles erwarten? Ich meine, Sie haben ja sicherlich auch Ahnung jetzt hier von der ersten, zweiten Bundesliga, aber dann eben ganz speziell nachher auch, wenn es um den Kampf der Nationalmannschaft geht. Gut, die Priorität liegt natürlich schon auf dem heutigen Abend, weil dort ja unsere, sage ich mal, auch im weitesten Sinne ja Athleten in den Ring steigen, die wir in Richtung Rio 2016 vorbereiten. Wobei auch in der ersten Bundesliga natürlich schon solche Athleten zu sehen sind, weil ja dort das Limit auf 5 Gewichtsklassen begrenzt ist. Das heißt, in der ersten Bundesliga boxen natürlich auch Athleten, die sonst auch für uns in die WSB berufen werden können, je nachdem, wo wir boxen und welche Gewichtsklassen auf dem Programm stehen. Insofern sind die erste Bundesliga und auch der WSB-Kampf natürlich für mich von besonderem Interesse. Aber ich schaue mir natürlich auch die zweite Liga an, weil dort viele junge Athleten teilweise am Start sind,
die irgendwann in den nächsten Jahren sicher auch mal an die Stelle kommen, derer, die heute Abend boxen. Zumindest hoffen wir das. Ja, Herr Dr. Bastian, dann vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend heute. Danke auch. Ja, der Michael Timm, genannt Timmy, wie ich eben erfahren habe, steht hier bei mir. Ein ganz bekannter Profitrainer, 15 Jahre bei Universum gewesen. Was haben Sie denn so für Boxer so hervorgebracht? Ja, unter anderem Jürgen Bremer, der im Moment aktueller Europameister im Halbschwergewicht ist, der bald um die Weltmeisterschaft boxt. Ruslan Chagayev, Superschwergewichtsweltmeister gegen Valujev geworden. Felix Sturm, Ina Menzer. Stipe Drews, um da einige Namen zu nennen. Ja. André Kotelnik. Also insgesamt haben wir 13 Weltmeister gemacht, zusammen meine Sportler und ich. Ja, das war schon eine schöne Zeit. Ja, was führt Sie denn dann heute hier nach Hanau? Ja, was führt mich nach Hanau? Ich bin seit gut anderthalb Jahren in der Nationalmannschaft der Amateure wieder tätig und gebe dort meine Erfahrungen weiter, trainiere in Schwerin am Bundesstützpunkt 11 Kader. Und habe unter anderem einen Kader heute Abend hier bei der Arak Marodjan, aktueller Vize-Europameister und Dritter der Weltmeisterschaften, Nummer 3 der Weltrangliste in seinem Gewicht bis 69 Kilo. Und deshalb bin ich hier aber auch, um die gesamte Mannschaft zu unterstützen mit meinen Erfahrungen. Das heißt, wir dürfen uns heute auf einen spannenden Boxabend freuen? Ja, da können wir uns auf jeden Fall dran freuen. Algerien sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die haben in der Zeit, letzten Jahren einen großen Sprung in der Weltspitze gemacht. Und das wird auf jeden Fall kein Zuckerschlecken heute. Und wir wollen hoffen, dass wir die Mannschaft heute zum Auftakt der Weltserie 2014 schlagen. Ja, Hamza, herzlichen Glückwunsch. Was für ein Auftakt. Das war ja der Wahnsinn. Ich nehme an, du bist recht zufrieden mit dir. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich war richtig gut drauf. Ich habe mich gut gefühlt. Es war so für einen Boxer eigentlich der perfekte Tag, so wie ich heute geboxt habe. Aber da geht natürlich viel, viel mehr. Du hast auch alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ne? Gekämpft und gesiegt. Wie fühlst du dich? Ja, blendend. Ne? Nach so einem Sieg, das ist das Beste, was man je fühlen kann. Ne? Das ist, besser geht's gar nicht. Unbeschreiblich. Wie würdest du so deine Leistung beschreiben, so von der Zufriedenheit? Ja, die war eigentlich ganz in Ordnung. Natürlich gibt es noch ein paar Sachen, die ich noch besser machen muss. Aber wir sind Boxer, wir lernen dazu. Ne? Ja, super. Das war doch ein kurzes, prägnantes Statement. Und genau so wollen wir das hören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bei mir war auch erfolgreich. Also im Moment, das läuft hier grandios, oder? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich super. Das war ein sehr guter Kampf von mir. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es... Ja gut, einfach war es nicht, aber das war jetzt nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ne, 5 Runden. Das erste Mal wieder seit 3 Jahren. Ich habe ja einen WSB-Kampf schon mal gehabt. Aber ist ja schon lange her. Ja, also ich fühle mich super. War ein ganz großer Kampf von mir. Ich bin stolz auf mich, ja. Wenn du dir jetzt so den Rest der Mannschaft anschaust, was glaubst du denn, wie das diesen Abend noch ausgehen wird? Ja, wir sind alle topfit. Bis jetzt alle gewonnen. Jetzt für den Serge Michel, der gerade boxt, sieht es auch super aus. Da haben wir schon mal den 4. Sieg und ich hoffe, dass Erik Pfeiffer dann noch gewinnt und wir dann mit 5-0 Sieg nach Hause gehen können. Das ist mein Wort. Vielen Dank, Rock. Ja, wie war der Kampf? War das jetzt eine schwierige Sache oder würden Sie sagen, leichter Gegner? Ja, die Gegner sind nie leicht in der WSB, weil es treffen ja immer Spitzenleute aufeinander. Meiner war jetzt vielleicht heute nicht von den Stärkeren, aber dafür ein sehr unbequemer Gegner. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit ihm, ja, war ein bisschen so einen halben Kopf größer als ich. Lange Arme und ja, ich bin nicht so ganz rangekommen, also ich bin nicht ganz zufrieden mit mir, habe schon bessere Leistungen gezeigt und werde versuchen auch weiterhin mich zu verbessern. Und also. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen eben gelunzt bei deinem Teamkameraden, der beim Erik Pfeiffer. Ich meine, es ist nur noch ein Sieg sozusagen offen, dann habt ihr alles gewonnen heute. Was sagst du, klappt das? Ja, ich denke schon, also der Erik ist sehr zuverlässig, was das Gewinnen betrifft. Und ich denke, ja, er wird es machen und wir fahren hier, gehen hier mit 5-0 nach Hause. Also. Dankeschön, super. Ja, zu guter Letzt habe ich jetzt auch noch den Erik Pfeiffer hier stehen. Ja, also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, der Serge Michel hat eben gesagt, naja, der Erik ist da ziemlich zuverlässig, was das Gewinnen angeht. Hat er recht gehabt, oder? Ja, ich denke schon. Also es war auch kein so richtig starker Gegner, ein ziemlich unbekannter, deswegen war es halt nicht so schwer. Das heißt, mit deiner Leistung bist du mit der soweit zufrieden oder sagst du, ah, da an der einen oder anderen Stelle würde ich gerne noch was verbessern? Ja, halt, ja, ich habe halt in der ersten Runde einen Kopfschuss gekriegt und das hätte ich halt, wäre halt besser, wenn es nicht passiert wäre, weil das ist halt ein bisschen dick geworden, aber kann man nichts machen, so ist halt Boxen.
Wie hast du dich denn inzwischen jetzt hier so in Hanau eingelebt? Ich meine, das ist ja jetzt eine ganz spezielle Situation, auch so eine große Veranstaltung. Ist ja wirklich genial. Wie fühlt man sich da? Sehr gut. Also der Herr Bittner macht wunderbare Show und das ist einfach fabelhaft, was hier in Hanau gemacht wird. Also mir gefällt es unglaublich. Ja, dann hoffen wir mal, dass du noch viele Siege für uns einfährst. Schönen Abend. Ja, wie beurteilen Sie denn den Abend? Sie sind zufrieden, oder? Ja, von der Leistung und vom Resultat kann man zufrieden sein. Die Jungs haben für ihre Verhältnisse sehr professionell geboxt. Es ist ja nicht alltäglich, dass man 5x3 Minuten boxt als Amateur. Und von daher war es ein Riesenerfolg, 5:0 zu gewinnen. Da ist man an der Tabelle erstmal Nummer 1. Und ja, und da will man auch bleiben. Und dafür ist aber noch viel zu tun. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage an Sie gewesen, Herr Weller. Das ist natürlich erstmal ein toller Einstand. Aber wie kann das weitergehen? Hat die Mannschaft das Potenzial, dass das auch so in dieser Art weitergeht? Ja, wenn Sie so arbeiten, wie Sie bis jetzt gearbeitet haben, dann haben Sie das Potenzial und dann kann es so weitergehen. Ich hoffe, dass wir zwei mit Ihnen klarkommen, dass Sie alle hart arbeiten. Dann sind wir auch am Ende der Saison ganz vorne. Ja, Herr Bittner, wir hatten ja noch was zu besprechen wegen der Prophezeiung. Ganz gestimmt hatte sie nicht, im Gegenteil, ne? Diesmal habe ich mich ja sogar geirrt. Also im Fußball würde man sagen, das war ein Kantersieg, oder? Das habe ich eben vorhin auch in den Mund genommen, dieses Wort mal ganz schnell so eine Superlative gebraucht. Aber ich komme dann auch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen wieder zurück, denn der schwierigste Kampf ist ja dann wieder, wie beim Fußball auch, das schwierigste Spiel ist dann gleich das nächste. Aber nun lassen Sie uns heute das mal ruhig genießen. Das haben wir uns alle verdient, die Sportler natürlich an der Spitze. Ich habe prophezeit, das haben Sie ja vorhin schon gehört, der Hamza wird gewinnen und ich glaube, der hat überzeugend gewonnen und dem Eminovic hat das niemand zugetraut, das muss man ganz klar sagen, der hatte den schwersten Gegner, einen Franzosen, der für Algerien kämpft und das war auch immer knapp, ich habe das an der Punktmaschine immer mitverfolgt, aber er hat dann am Schluss tatsächlich mit 2 Pünktchen die Nase oder diese kleine Faustspitze vorne gehabt und das gönne ich dem Jungen ganz besonders, weil es da auch intern atmosphärische Störungen mit den Trainern gab. Das wird noch in einer internen Sitzung bereinigt. Er hat eine Bewährungsprobe bekommen. Ich habe mich entgegen aller anderen bei ihm durchgesetzt, weil ich gesagt habe, sportlich ist er der deutsche Meister gewesen. Der Beste muss in den Ring. Der war eigentlich restriktiert und hätte nicht boxen dürfen. Ich habe gesagt, wir machen das und gebt dem Jungen noch mal eine Chance. Das andere werden wir intern klären. Das hat heute einen riesen Schub gegeben. Und die anderen, das muss ja Serge Michel und wie sie alle heißen, Marutjan und natürlich am Schluss Erik Pfeiffer. Das ist ja wirklich, Erik ist zurzeit wirklich Number One neben dem Hertel, ganz klar. Ich denke, was den Boxsport angeht, wurde heute nochmal ein ganz klares Signal gesetzt, oder? Also das glich ja wirklich schon mal wieder hier an den Superlativen. Das war ja wirklich auch am Ende, wie das Publikum mitgegangen ist. Das war schon wieder phänomenal, oder? Ja, das kann man, glaube ich, schon sagen. Wir hatten so knapp 3000 Zuschauer. Ich hätte gedacht, vielleicht wären es 500 mehr, aber das ist jetzt in dem Fall unerheblich. Ich glaube, der Hype ist ausgelöst. Und ich habe gesagt, wir haben deutsche wirklich Top-Talente, die auch auf Olympia was reisen können, für nach Medaillen greifen könnten. Und deswegen, was wir jetzt hier losgestoßen haben in diesem Mannschaftsbewerb, davon werden jetzt einige sprechen. Ich habe gehört, das wurde heute in 6 oder 7 Länder sogar übertragen, bis hin nach Dubai. Und jetzt weiß man auf der Landkarte, wo Deutschland im Boxen ist. Ja, ein schönes Schlusswort.